Mein Name ist Dominik Joosten, ich bin Ranger hier im Nationalpark. Wir sind heute hier am Ostufer des Königssees unterwegs, um uns einfach mal ein Bild der aktuellen Lage zu machen. Ja, gerade über Pfingsten war jetzt ziemlich viel Müll in unserer Natur und es kommt natürlich daher, dass auch viele Leute unterwegs waren, aber es waren auch wirklich krasse Vermüllungen zu erkennen, wirklich, wo man gesehen hat, da wurde kampiert und es wurde einfach alles dagelassen, es wurde liegen gelassen. Also dieses Jahr 2020 sind wir mit den Kollegen von der Polizei und vom Alpenverein vermehrt unterwegs und wir werden ganz klar, wenn wir Campierer sehen zum Beispiel oder Leute, die Feuer machen, die werden auf jeden Fall Bußgeld zahlen müssen. Und deswegen kann es sehr teuer werden, wenn sich jemand nicht an die Regel hält. Ich finde es immer ganz skurril, wie gesagt, dass man ganz oft Unterwäsche findet, wie zum Beispiel auch hier Strümpfe. Ich finde Bikinis und Boxershorts und so weiter. Ich glaube, ich bräuchte eigentlich gar nicht mehr shoppen gehen, wenn das so weitergeht. Wenn man da überlegt, da war das letzte Mal, das war die Stelle, wo ich vorhin mal drüber gesprochen habe, wo dieses Biwak aufgebaut wurde einfach, weißt? Also da war der ganze Müll, der ganze Strandbereich war voller Müll, also das war richtig heftig. Sind diese Fotos, die auch im Internet kursieren. Also hier sieht man nochmal die Verbote, die es hier gibt. Das heißt, das eine ist Drohnenfliegen, was immer mehr wird. Da ist das Problem wirklich, dass die Vogelwelt zum Beispiel auch sich gestört fühlen kann. Das zweite ist Zelten. Also abends ist eigentlich die Zeit, wo das Wild zur Ruhe kommt oder zur Ruhe kommen könnte, was natürlich gestört wird. Das dritte, Vermüllung, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, warum es verboten ist. Und das vierte natürlich auch, was hier gezeigt wird, ist das Feuer, weil gerade in den letzten Jahren durch die Trockenheit es immer gefährlicher wird zu Waldbränden. Und es gab ja auch schon Waldbrände am Königssee in den letzten Jahren. Auf der linken Seite wunderbar unberührte Natur. Und wenn man nach rechts schaut, dann fehlen einem die Worte. Mir geht es nicht darum, hier rauszugehen, um euch irgendwie zu überwachen oder euch irgendwie dauernd zu ermahnen. Leider hat sich aber der Job tatsächlich in der letzten Zeit dahin entwickelt. Eigentlich will ich informieren und will nicht der mit dem erhobenen Zeigefinger sein. Hallo, ich bin die Gabi Schieder-Moderecker, bin für den Deutschen Alpenverein, Sektion Berchtesgaden tätig. Meine Herzensbotschaft wäre für den Bergsommer 2020, dass sich die Menschen, auch wenn sie noch so große Sehnsucht haben nach den Bergen, nach der Natur, sich einfach noch mal ein Stück zurücknehmen und warten, bis sich die Situation wieder normalisiert hat und man in den Hütten übernachten kann. Also in diesem Bergsommer 2020 werden wir, der Alpenverein Berchtesgaden, der Nationalpark und zusammen mit der Polizei vermehrt Streifen gehen und einfach die Menschen, die im Nationalpark zelten, Feuer machen, campieren, biwakieren, mit Strafgeldern verwarnen.